Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René beim Eurotruck Simulator 2 Scandinavian Package. In Schweden sind wir angekommen. Und da geht es auch schon wieder los. 7.21 Uhr in der Früh. Unsere Jungsettlinge sind hinten an Bord. Jetzt bin ich mir nicht einmal so sicher. Muss ich da entlang? Ja. Nö. Da vorne muss ich rein, ne? Da ist er abgesperrt. Ja, und mit der Deutschlandflagge auf der Seite geht es Richtung Stockholm. Ja, nur muss ich noch was dazu sagen. Ich erspare mir dazu oder diesbezüglich jeglichen Kommentar. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen Deutschland und so, ne? Aber ja, ich als Österreicher hätte lieber eine Österreich-Flagge da am LKW drauf. Und eher einen roten LKW mit einem weißen Strich oder so, ne? So, anscheinend geht es hier gleich rauf auf eine Autobahn. Und ich muss da einmal unten durch irgendwo oder oben drüber. Dann bereite ich mich hier schon mal vor. Weil ich nämlich davon ausgehe, dass die grüne, also dass der rechte hier weggefallen oder irgendeine davon. Ne? Aber da ist Oslo gestanden, ja. Oslo. Da wird's nach Oslo gehen. Aha. Jetzt fällt der Spur weg. Ja, super. Jetzt, wo ich rüberfahren will, ne? Jo. Blinken, rein, ne? Wir dürfen auch hier 80 km/h auf der Autobahn fahren. Das finde ich sehr schön. Haben wir auch gleich mal eingestellt im Tempomaten. Und da geht's durch einen Tunnel, der grau in grau ist, mehr oder weniger. Ja, und wie gesagt, ich hoffe doch, dass ich hier gleich noch eine Schlafmöglichkeit finde, dass wir hier kurz stehen bleiben können, um auch schlafen zu können. Also, ne? Ich könnte ja nochmal kurz die Karte einblenden gehen, aber das möchte ich jetzt nicht. Weil,
Wenn, dann kommt sowieso eine Schlafmöglichkeit hier auf. Aber das schaut, diese Straße hier schaut schon fast verdächtig danach aus, als ob hier gleich der 80er wieder wegfällt, ne? Oder schaut das hier nur so aus, ne? Ne, wir sind immer noch auf einer Autobahn. Oh, auch eine Variante einer Autobahn, ne? Hier voll schön gemacht, mit keiner räumlichen Abtrennung, sondern nur mit so Leitplöcken. Wobei, diese Kreuzung hier gefällt mir überhaupt nicht auf einer Autobahn. Tut mir leid. Autobahn geht nicht mit Kreuzung. Da hat jemand gepusht. Bei dem Spiel. Wer, weiß ich nicht. Autobahnen haben immer Auf- und Abfahrten. Tut mir leid. Ja, und hier haben wir wieder mal die Leitplanke und den Pannenstreifen mit eingebaut. Sehr schön. Und da kommt unsere Schlafmöglichkeit, ne? Ohne Blinken fahre ich gleich mal darüber. Mal noch schnell schlafen, noch eine schnelle Runde, ne? Ja, Kreditkosten wurden gerade abgezogen, so. Und jetzt fahren wir noch schnell los. Das geht sich aus, dass wir heute noch ankommen, ne? Kommt ja eh nix. Der lässt uns rein. Dankeschön, Kollege. Hier fällt unsere Spur weg. Das heißt, hier könnte aber auch die Geschwindigkeit reduziert werden. Ja. Hatte ich damit gerechnet. Ah, doch nicht. Haben wir wieder die 80. Das ist aber eng und knapp hier, ne? Und ich mit meiner Spielsteuerung und hier haben wir wieder 70. Und hier geht's wieder hoch auf die 80. Ah, auch sehr schön gemacht hier mit, mit Spurwechsel, ne? Also mit Gegenspur und so, ne? Einspurige Gegenspur, eine Überholspur, eine extra, eine zweite, ne? Und hier haben wir wieder die Spurzusammenführung. Hier kommt wieder eine einspurige Bahn für uns. Oder eine doppelte, ne? Kommt wieder eine doppelte.
Im Moment mache ich noch manuell, weil ich nämlich auf diesen Moment gewartet habe, wo 80 erscheint, damit ich hier den Tempomaten nicht wieder umstellen muss. Ja, 5 Stündchen hier noch im Spiel. Ja, das werden wir hier schon noch schaffen, hier, ne? Ja, mal ganz kurz auf die Zeit geschaut, ne? Was die Zeit hier so sagt. Oh, das geht sich schon noch aus hier, ne? Ja, aber schöne Gegend hier. Vor allem, was mir getaugt hat, da diese doppelte, ja, diese Überholspur und auf der anderen Seite nur so eine einspurige Straße. Ne? Das kennt man auch bei uns hier in Österreich. Ich bin mir sicher, auch in Deutschland gibt es solche Straßenabschnitte. Meist sind diesejenigen dann allerdings nicht durch eine räumliche Abtrennung geteilt, sondern nur einfach durch eine doppelte Sperrlinie. Zumindest hier in Österreich. Wie es in Deutschland oder in der Schweiz aussieht, kann ich nicht sagen. Nee, ich bleib auf meiner Spur hier. Ja, ich muss immer leider auf die Zeit hier schauen, mit ein bisschen mitachten auf die Zeit, wie sich das Ganze ausgehen könnte oder werden würde oder sollte, ne? Ob ich hier die Fahrt jetzt noch beende oder ob ich das Ende der Fahrt für die nächste Folge aufheben würde. Ja, die nächste Folge erscheint übrigens nächste Woche, ja, am 24. Dezember. Man kann es gar nicht glauben, genau zu Weihnachten gibt es eine Folge Euro Truck Simulator 2 von meiner Wenigkeit aus hier. Ich habe ja momentan nicht einmal eine Möglichkeit, dass ich mich irgendwo hinparken kann. Außer den Pannenstreifen. Das ist natürlich nicht das Wahre, ne? Das ist nicht das Wahre. Ja, da würde eine Möglichkeit kommen, dass ich mich hier abstelle kurz, ne? Wisst ihr was? Ich werde mal ganz kurz hier stehen bleiben. Ich beende diese Aufnahme für heute. Und nächste Woche zu Weihnachten, ne? Seid ihr mit dabei, wie ich in Schweden, also wie ich in Stockholm ankomme? Ich bin...
bedanke mich fürs Zusehen für heute. Nächste Woche, 24. Dezember, 17 Uhr, nicht vergessen. Genau, zum Christkind kommt hier eine Folge. Euro Truck Simulator 2 mit dem Scandinavian Package von meiner Wenigkeit aus. Bis dahin. Ciao, servus, bye bye. Schöne Woche.